Hey, was geht und wie geht's euch, Freunde? Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Um was es in diesem Video geht, habt ihr sicher schon am Titel erkannt. Und zwar geht es um den sogenannten Fetalex Jump. Sicher haben einige von euch schon davon gehört und manche wissen auch sicher direkt schon, was das für eine Mechanik ist. Besonders die Freeseller unter euch müssten davon wenigstens schon mal gehört haben. Und für die Leute, die eben nicht wissen, was das für eine Mechanik ist, gibt es eben dieses Video. Genauso zeige ich euch auch in diesem Video, wie dieser Reset eben funktioniert. Also es ist dann quasi auch fast schon ein Tutorial. Zum ersten Mal habe ich von dem Fetalex Jump gehört, als meine Freunde mich darauf aufmerksam gemacht haben. Und mit der Zeit wurden mir auch immer mehr Videos vorgeschlagen. Ich glaube, man kennt das ja, man spricht von irgendwas und dann werden einem 1000 Videos davon vorgeschlagen. Zum einen auch das Video von Waiten, weshalb ich auch dieses Video mache. Also schaut auch gerne da vorbei. Ich bin mir sicher, dass einige von euch den schon kennen. Der Name Fetalex Jump oder eben Fetalex Reset oder Wall Reset, wie auch immer, leitet sich von dem Twitter-Namen Fetalex ab. Und dort wurde der Flick auch zum allerersten Mal am 25. Dezember gezeigt oder dort wurde er auch zum allerersten Mal hochgeladen. Und ich finde es eben mega interessant, dass es, obwohl Rocket League jetzt schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, es immer wieder neue Mechaniken im Spiel gibt. Oder halt eben gefunden werden und mit ins Spiel dazukommen. Ich glaube, vor ein paar Monaten ist auch dieses Chain Dashen erstmal so richtig ins Game gekommen oder hat halt mehr Aufmerksamkeit bekommen und wurde halt eben anders umgesetzt, auch in RLCS und so weiter. Nachdem ich dann eben den Reset oder Jump gesehen habe, habe ich erstmal selber ein bisschen rumprobiert und das sind meine ersten Ergebnisse nach etwa einer Stunde Training. Aber am Anfang war es echt ein bisschen tricky, also ich habe echt sehr, sehr viele Versuche gebraucht, bis ich das erstmal ohne Ball hinbekommen habe. Ich sehe es ja selber. Nachdem ich den Jump oder den Reset dann eben mehrere Male hinbekommen habe, habe ich dann auch langsam mit dem Ball probiert. Und am Anfang war das auch gar kein, ich versuche ein Tor zu schießen, sondern eher nur, dass ich mit dem Reset dann irgendwie den Ball am Ende noch berühre, damit ich irgendwie ein Gefühl dafür bekomme. Aber nach einigen Malen probieren und immer wieder versuchen, habe ich dann diesen Shot hier gehittet. Nachdem ich den Shot jetzt gesehen habe, trainiert habe und selber auch geschafft habe, würde ich euch auch gerne zeigen, wie das genau funktioniert. Ihr geht an die Wall hin, springt hier ab, sobald euer Rad noch halb hier im Angle dran ist, damit ihr eben einen Curve Dash macht. Das kennt man bestimmt, wenn man nach unten geht. Und genau hier jumps, dann geht das Auto so nach oben. Und die Mechanik benutzt man eben, um nach oben zu gehen. Und dann geht das Auto so leicht nach oben. Und wenn man an der rechten Wall ist, fliegt man dann nach links. Und wenn man an der linken Wall ist, fliegt man dann nach rechts. Und zum Curve Dash nochmal ganz genaueres. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe und ich drück genau an der Kante eben, an diesem schwarzen Fleck unten, X. Dann geht mein Auto vorne so leicht nach oben. Oder was heißt leicht? Schon etwas enorm. Und wenn ich dabei auf Gas drauf bleibe, also auf R2, dann ist mein Auto wieder schnell unten. Das bedeutet, wenn mein Auto so steht und ich drücke jetzt Gas, dann fliegt mein Auto so nach unten. Und genau das macht man eben hier auch bei dem hier, dass das Auto schnell nach unten kommt und auch beim Fetalex Jump hier, dass das Auto eben wieder an die Wall rangeht. Und genau dann, wenn das Auto mit den Rädern wieder an der Wall dran ist, jumpt man eben, wenn man auf der rechten Wall ist, nach links. Also man macht wirklich so einen kompletten Linksflick. Es ist halt wichtig darauf zu achten, dass die Räder, wenn ihr den Left Jump dann eben macht, nicht an der Wall dran sind. Also ihr müsst wirklich kurz davor, müsst ihr diesen Flick machen und auch nicht zu früh, weil sonst sieht das immer so aus. Ich zeige euch gleich noch drei Bilder, wie es halt eben aussehen kann. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass ihr dieses Jump-Geräusch auch bekommt. Also wenn ihr so einen Flick ausführt, dass ihr auch wirklich diesen Flick quasi hört. Also ihr hört den Flick, aber das Auto macht halt eben nicht diese Bewegung. Also du hörst das, aber dein Auto springt einfach so komisch von der Wall ab. Also das sieht echt weird aus. Aber wenn ihr das gehört habt und euer Auto so komisch abgesprungen, dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr auch den Reset davon bekommen habt. Ja, das war dann quasi alles schon zu dem Flick.
Das war jetzt kein richtiges Tutorial darüber. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt gerne in die Kommentare nach. Ich versuche jedem von euch zu helfen. Ich kann auch noch mal extra ein Video darüber machen, damit ihr halt das in einer kürzeren Fassung habt und die einzelnen Schritte noch mal schneller durchgehen könnt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, falls ihr Videovorschläge habt, was ich als nächstes machen könnte. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.